Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin KoalP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ich wollte Tales of Exilia sagen, wirklich ohne Witz. Skyrim, Season 3, das Leben von Arkis, Dust in the Winds ist der Name der Season. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind tief in der Season drin, haben aber fast noch gar nichts gesehen. Das muss ich euch jetzt einfach mal sagen. Hier ist noch viel vor uns in dieser Season im Dawnguard-Content und wir haben bis jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Im letzten Part haben wir uns dazu entschieden, nach Solitude zu gehen und da mal ein bisschen rumzuschlendern. Und dieser Typ hier, in dieser Rüstung, der sieht ein bisschen interessant aus, muss ich sagen. Mit dem reden wir jetzt einfach mal. Und mit dem können wir nicht reden. Der ist bloß jemand, der völlig unbeteiligt bleiben will. Alles klar. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir werden jetzt aber, da ich ja im letzten Part auch erklärt habe, was unser Hauptziel ist, ich möchte euch bloß zeigen, wie es hier in Solitude aussieht. Warum Solitude seine Daseinsberechtigung hat sozusagen auch, ja. Was es hier alles gibt an wichtigen Dingen. Und dann werden wir uns aber trotzdem auf den Weg machen, wieder Richtung des Rifts. Um letzten Endes auch zur Festung Dawnguard zu kommen. Das hier war leider der falsche Typ. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz zum Schmied gehen und vielleicht ein paar Sachen an ihn loswerden, denn ich habe ja schon wieder einiges mit mir rumzuschleppen. What have you got for sale? Ja, wir könnten den natürlich jetzt auch mal versuchen, in Gespräche zu verwickeln. Was macht er denn hier als Schmied? Arbeitet er vielleicht fürs Imperium? Macht er Dinge für die? Wissen wir alles nicht. Werden wir aber rausfinden. So, diesen Colavian Composite Shortbow, den werden wir abhauen. Zum einen werden wir mal dies hier verkaufen. Unsere Pickaxe behalten wir. Das Silver Broadsword kommt weg. Und dieser Calavian Shortbow kommt weg. Das elfische Schild werden wir auf jeden Fall verkaufen, obwohl der Typ uns leider nicht viel Gold dafür gibt. Na klar, es ist sehr viel wert, aber das bringt ihm ja nichts. Er kann ja nichts damit anfangen. Er kann das Ding ja auch nicht zu Wucherpreisen anderen verkaufen. Da muss schon eine wichtige Person vorbeikommen und die hat er wahrscheinlich in seinem Kundenstamm nicht. Stahlhelm und Vikinghelm können natürlich auch mit weg. Sonst hier hatten wir, glaube ich, nichts weiter zu verkaufen, weil ich diese ganzen Barren für mich behalten wollte. Ja, was gibt es hier Wichtiges in Solitude, was ich euch zeigen kann? Zum einen natürlich, und ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen, hier hängt auch die rote Fahne. Hier ist die große Festung des Imperiums. Die hausen hier, die bilden sich hier für den Kampf aus, die schmieden hier ihre Pläne, nicht nur gegen alle möglichen Gefahren in Skyrim, um Leute zu beschützen, sondern auch gegen ihre Feinde. Und wir haben ja an der Hinrichtung gesehen, dass das auf jeden Fall ein brodelnder Konflikt ist. Die Stormcloaks. Ja, und mit der Entdeckung dieses Gebäudes hier habe ich auch schon wieder ein Level-Up. Das ist doch cool, da können wir gleich mal was tun. Wir gehen mit Stamina nach oben. Und wir schauen uns einfach mal an, was wir denn so leveln könnten. Ich würde sagen, wir widmen uns vielleicht mal ein bisschen der Speechcraft. Buying and selling prices are 10% better. Das klingt doch eigentlich mal gut, ne? Wenn wir für mehr Geld Zeug verkaufen können. Richtig viel selbst kaufen tun wir ja eigentlich in dem Fall nicht. Also freut mich das besonders für die Verkaufspreise. Hätte ich das natürlich jetzt gewusst, hätte ich gewartet und hätte mein ganzes Zeug gerade ein bisschen, nicht ganz so zu Spottpreisen verkaufen können. So, ihr seht, das ganze Ding ist auch sehr geräumig. Wir können auch an allen Stellen hier, da wo ihr Türen seht, natürlich in das Schloss reingehen. Allerdings will ich mich nach wie vor nicht in die Machenschaften des Imperiums einmischen. Wir haben unsere eigenen Sachen, um die wir uns kümmern. Und hier sind wir auch schon im hinteren Stadtteil von Solitude. Das hier ist jetzt gerade geradezu, seht ihr das, da wo das Blaue steht. Das hier ist der Weg, der über diese natürliche Felsbrücke führt, die wir immer mal wieder von Weitem gesehen haben. Hier gehen wir jetzt quasi über diese Felsbrücke. Hier ist ein Gully in die Abwasserkanäle. Das ist vielleicht ein interessantes Indiz. Dazu sage ich jetzt aber erstmal nichts. Und was ihr da vorne seht, vor uns, Blue, was da so blau ist, das ist das Baden College. Aber es ist nicht nur das Baden College, sondern da drin sitzt auch tatsächlich die derzeitige, Hinterbliebene des Hochkönigs, der ja getötet worden ist. Ne? Das ist eine Dame und die ist natürlich jetzt im Gespräch, die neue Hochkönigin zu werden. Sie ist also jetzt die direkte Konkurrentin zu Ulfric Stormcloak. Auch in dieses Gebäude möchte ich nicht unbedingt jetzt reingehen, denn da werden wir nur in Dinge verwickelt, das weiß ich sehr genau. Das ist natürlich auch, wenn man mal so drüber nachdenkt in Skyrim, etwas eigenartig. Zum einen müssen uns erst alle kennenlernen, zum anderen haben viele Angst vor uns, zum dritten aber, jeder, der uns begegnet, ist sofort bereit, seine schlimmsten und schönsten und tollsten und wertvollsten Aufgaben an uns weiterzureichen, in dem Vertrauen, dass wir sie erledigen. Ihr seht es, der Blue Palace. Hier drin werden nicht nur die Barden ausgebildet, die überall in den Gasthäusern von Skyrim ihre Lieder spielen und zum Besten geben, sondern hier drin sitzt, wie gesagt, auch die Anwärterin auf den Sitz des Hochkönigs von Skyrim. Das ist also das Epizentrum aller Probleme für Ulfric Stormcloak und seine Stormcloaks.
Wir entfernen uns deshalb von denen, denn wie gesagt, dieser Konflikt, den wollen wir noch nicht zu unserem Konflikt machen. Hier in Solitude gibt es jede Menge zu entdecken. Wir können mit den Leuten sprechen, wir können in Häuser reingehen. Es gibt jede Menge Storylines hier in Solitude, aber in der Geschichte von Arkis spielt das erstmal alles noch keine Rolle. Ich würde sagen, ich glaube, ihr habt einen ganz kleinen, kurzen Rundgang in Solitude gehabt. Wir werden auf jeden Fall hierher zurückkehren, werden noch viel, viel mehr von Solitude sehen, spätestens wenn wir uns um den Bürgerkrieg kümmern. Das dauert aber noch eine Weile, das kann ich euch versprechen. Und ja, nur, dass ihr es mal gesehen habt, dass ihr wisst, dieses Solitude, was ja ständig in meinem Munde ist, dass ihr mal wisst, wie es hier aussieht und was hier eigentlich los ist. Wir verlassen aber Solitude an dieser Stelle wieder und begeben uns einfach mal wieder in Richtung Rift. Das ist eine sehr lange Reise für uns. Das wird auch eine Weile dauern. Ich habe mir aber etwas überlegt, diesmal, was wir auch diesmal einfach machen. Ungeachtet dessen, dass es die Immersion bricht. Aber ich glaube, es gibt nur noch eine alternative Route, die ich für euch Richtung Riften jetzt nehmen könnte. Diese alternative Route führt allerdings wiederum an Orte und an Gegenden, die ich jetzt noch nicht in die Storyline inkludieren möchte. Es bleibt uns also wieder bloß einer der beiden Wege, die wir jetzt mittlerweile schon 5 oder 6 Mal hin und her gelaufen sind. Und irgendwann ist dann auch mal gut. Ihr habt mir ja selber gesagt, es ist nicht unbedingt wichtig, dass ich ständig überall zu Fuß hingehe. Ich darf auch mal, ich kann eine gesunde Variation für euch bieten und deswegen werden wir diesmal auch, ich werde ein bisschen laufen, ganz klar, letzten Endes werde ich aber den Großteil des Weges für euch rausschneiden und wir werden uns dann in der Nähe der Fort Dawnguard wiedersehen. So, jetzt bleiben wir aber erstmal, wo wir sind. Ich werde mal wieder speichern, einfach zur Sicherheit, nicht, dass ihr gleich alles abstürzt, mein Safe-Game kaputt ist und wir alle sind unglücklich. Wir gehen einfach wieder, ihr wisst, wir lassen die Stadt, die Hauptstadt von Skyrim nun hinter uns. Aber garantiert nicht auf Nimmerwiedersehen. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine... Naja doch, wir gehen die direkte Route wieder nach Dragonbridge zurück. Da können wir uns ja zwischendrin nochmal ausruhen. Vielleicht finden wir ja auch doch sowas wie so eine Art Alchemisten. Klar hätte ich mich da jetzt auch in Solitude umgucken können, aber die wuchern mich wahrscheinlich mit ihren Preisen zu Tode. Und ich weiß auch nicht unbedingt, inwieweit das Imperium es gut heißt, dass da irgendwelche magischen Zaubertränke vertrieben werden. Ganz klar, für uns als, ja, für uns Arkis ist ja Magie auch ein rotes Tuch. So, und da ist mir doch tatsächlich mal wieder das Spiel abgeschmiert. Ja, ich muss sagen, mein Mod-Konstrukt funktioniert zwar im Groben und Ganzen relativ gut, aber hin und wieder kann man dann halt mal mit ein paar Problemen kämpfen. Ist aber nicht weiter wild. Ich habe ja gerade auch noch extra vorsichtig gespeichert. Vorhin habe ich noch vom Teufel gesprochen, ihr wisst es. Aber lassen wir uns nicht vorm beirren. Wir gehen einfach weiter. Ihr seht hier da oben diese Bauten. Das ist ja ein Teil dieser Höhle von Meridia in ihrem Tempel. Sie hat ja, erinnert euch, die wollte ja, dass wir in den Tempel gehen. Daraufhin wurde Vollmond und das Ganze hatte sich leider erledigt. Auch da werden wir jetzt leider nicht reingehen. Wir werden da auf jeden Fall noch vorbeigucken, denn Meridia ist eine dätrische Göttin. Und wenn wir die einfach missachten, glaube ich, können wir uns eine ziemlich üble Feindin machen. Aber wir wollen uns jetzt fokussieren. Fokus ist etwas sehr Wichtiges, nicht nur für Arkis, um sich gedanklich ein bisschen bei Sinnen zu halten. Denn Arkis kämpft so ein bisschen mit ein paar psychischen Problemen, sage ich jetzt einfach mal. Näher gehe ich darauf noch nicht ein. Zum anderen hilft es jedem Spieler von Skyrim zu fokussieren, denn wenn ihr euch nicht fokussiert und auf euer Ziel konzentriert, dann werdet ihr euer Ziel auch nicht erreichen. Denn ihr wisst, wie es in Skyrim ist. Man möchte irgendwas, man nimmt sich irgendetwas vor und dann lässt man sich allzu leicht links und rechts vom Weg ablenken. Und das nicht nur einmal, sondern... Oh mein Gott, dieser imperiale Soldat sah gerade aus wie unsere Lydia von hinten mit ihrem Cape. Unglaublich. Jetzt ist mir direkt... Irgendwie ist mir jetzt direkt was im Hals stecken geblieben. Aber gut, wir sind wieder in Dragonbridge, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Und ab hier möchte ich gerne... Diese blöde Ziege, was hat die von uns? Ständig rennt die auf uns zu und blockt mich. Ab Dragonbridge möchte ich gerne ja, das nutzen, was ich schon angekündigt habe. Wir gehen nach Fort Dawnguard. Ich lasse euch jedoch nicht den ganzen Weg wieder teilhaben. Ihr wisst selber, wie lange wir hierhin gebraucht haben. Und wir werden den jetzt sicherlich nicht einfach so zurückgehen. Das wäre dann wirklich verschwendete Paarzeit. Und ich würde euch völlig verstehen, wenn ihr sagt, die Story liegt brach. Das Ganze möchte ich natürlich vermeiden. Ich habe es angekündigt, in Dawnguard laufen wir sehr, sehr viel hin und her. Deswegen... werde ich das Ganze jetzt etwas, naja, etwas fantasievoller gestalten als sonst. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir hören uns wieder, wenn ich in Festung Dawnguard angekommen bin. Los geht's.
So, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir sind ein großes Stück näher gekommen in Richtung Fort Dawnguard. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp hier in Riften. Was wir machen werden ist, wir gehen ins Gasthaus und nächtigen. Denn die Reise war lang, die Reise war hart. Was ihr nicht gesehen habt, war, wir sind ein paar Mal angegriffen worden. Einfach von ein paar Banditen, von ein paar wilden Tieren. Das hat an unseren Kräften und Fähigkeiten ein bisschen genagt. Auch Lydia muss sich ausruhen. Deswegen schlafen wir jetzt, erholen uns gut und morgen geht's dann los Richtung Fort Dawnguard. Das wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Es wird spannend zu sehen, was passiert, wenn wir den letzten Endes dort ankommen. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen und wieder einschalten in Skyrim. In Part, ach, mittlerweile schon 30 oder so, ne? Hier liegt noch einer der toten Kultisten von damals. Nun ja. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir legen uns zur Ruhe. Ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.